Der Kreis Nordfriesland regt kürzere Testintervalle in der Gastronomie an. Nach einer Pressemitteilung des Kreises soll das Testintervall für Gastronomiepersonal künftig auf 48 Stunden verkürzt werden. Die gültige Landesverordnung sieht derzeit noch eine Testung alle 72 Stunden vor. Anlass für die Überlegung der Kreisverwaltung sind Corona-Neuinfektionen von Beschäftigten, die in zwei Sylter Gastronomiebetrieben entdeckt wurden und rund 1200 in Quarantäne versetzte Personen zur Folge hatte. Sicherer Tourismus, sowohl für die Nordfriesinnen und Nordfriesen als auch für die Gäste, kann nur unter eng abgesteckten Sicherheitsmaßnahmen funktionieren, betont Landrat Florian Lorenzen. Der Kreis hofft, dass eine entsprechende Nachjustierung im Bereich des Personals zukünftig in der Landesverordnung berücksichtigt wird. Am Donnerstag hat ein mobiles PCR-Labor auf der Insel seinen Dienst aufgenommen. Das Labor Dr. Krause aus Kiel bietet in Kooperation mit dem Testcenter Sylt verschiedene PCR-Tests an, die direkt nach Abstrichabnahme ausgewertet werden können. Das Ergebnis liegt bereits nach ca. 2 Stunden vor. Dieses Mobil kann PCRs durchführen, kann auch abstreichen und diese direkt vor Ort messen. Dazu braucht man als erstes Abstreichmaterial, das kennt man von Teststrecken. Danach braucht man eine Sterilwerkbank, um da die Viren infektiös sind und die Angestellten auch nicht infiziert werden dürfen. Dann müssen wir die Erbsubstanz aus dem Virus extrahieren und danach die Erbsubstanz kopieren und entdecken. Das machen wir in einem Realtime-PCR. Und das ist schon alles. Das Labor hat am Betriebshof der Sylter Verkehrsgesellschaft Bahnweg 31 in Westerland seinen festen Standort und ist täglich zwischen 11 und 13 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Damit wird ein wichtiger Engpass auf der Insel geschlossen. Ja, das soll im ersten Step soll es natürlich nutzen, dass wir unseren Gästen, die im Schnelltestverfahren positiv getestet wurden, schneller ihr Ergebnis bekommen. Wir sind da auch schon lange mit dem Labor Krause aus Kiel, das unser Kooperationspartner ist oder auch schon die ganze Zeit ist, was die Auswertung der Tests angeht. Schon lange im Gespräch, dass wir ein Mobil auf Sylt brauchen, genauso wie wir ein Mobil in Büsum und in St. Peter-Ording brauchen. Das steht schon seit letzter Woche in St. Peter und in Büsum. Und jetzt haben wir es dann halt auch geschafft, dass seit gestern Abend das Labor hier bei uns auch im Einsatz ist und auch gestern schon die ersten Proben ausgewertet hat. Von den positiv Getesteten sind nach Angaben des Laborbetreibers derzeit rund 80% falsch positiv.